Hört die Bühne den Jungs. Ihr seid die Spitzbuben aus Kirchbach? Wie heißt denn du? Thomas Reichmann. Der Thomas Reichmann. Jetzt müssen wir alle vorstellen, gell? Wer bist denn du? André Meyer. Der André Meyer. Seid ihr Fußball eigentlich, ja? Nein, ich nicht. Cool, oder? Ja. Gestern hat Sturm gewonnen. Ja. Endlich. Ja. 1:3 gegen Wiener Neustadt, gell? Bist du ein Fußballer? Nein. Musst immer üben mit der Knopfelharmonika, gell? Ja. Und wie heißt du? Florian Platzer. Florian Platzer, auch ein Spitzbuben. Und wer bist du? Lukas Kelly. Und du kriegst das Schmollpick, der darf ich jetzt sagen, Töne aus diesem Ding daraus. Ja. Ja, was hören wir denn jetzt von euch? Buchbergpolka. Die Buchbergpolka von den Kirchbacher Spitzbuben. Wir sind gespannt. Die Jungs sind selbstbewusst. Darf natürlich mitgeklatscht werden. Aber schon Bühnen erprobt. Und da haben sie geheißen, wenn 100.000 Leute zum Aufstehen kommen, na, dann müssen wir doch auch dabei sein. Und da gibt es eine neue Bühne vor der Oper in Graz, am Opernring. Und die werden wir einfach für uns nutzen und unser Können zeigen. Gute Vorbilder für andere Kinder, die vielleicht auch einmal ein Instrument erlernen wollen. Tradition hochgehalten wird und die Jungen sind auch dabei und sie haben natürlich noch ein Stückchen für uns. Jetzt geht ein bisschen schauen, so kurz an meine Augen nimmer. Die Vögelfänger, der Vögelfänger Landler. Ja. Gut. Viel Spaß. Hast du noch eine Puste? Ja, sicher. Wenn ich nicht so blöd frage, gell? Thank you.
Die Kirchbacher Spitzbuben, vier Jungs, bitte so 11, 12 Jahre, gehen alle in dieselbe Klasse, in die Hauptschule. Und sind natürlich auch zu buchen für Buschenschank-Auftritte oder so, gell? Taschengeld kann man aufbessern damit, oder? Kann man euch buchen in der Nähe von Kirchbach? Sicher. Muss man mit wem reden? Wer ist euer Manager? Wo ist der schon wieder hin? Ich mach das alleine. Ich glaube, Verhandlungen führst du dann, gell? Da, da. Bitteschön. Muss mal schauen. Ich gleich mal vorstellen. Wie geht es, dass die vier Jungs gemeinsam in eine Klasse gehen und dann auch noch so gut musikalisch zusammen harmonieren? Zufall und harte Arbeit. Also sie sind ja auch im Musikverein sehr aktiv und es hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass wir beim Kittenbacher Sterzfest das erste Mal spielen durften vor 3 Jahren und anscheinend haben sie das Publikum überzeugt und wir durften immer wieder. Ich habe ihnen jetzt gerade ein bisschen ein Flow ins Ohr gesetzt, dass wir vielleicht das Taschengeld aufbessern könnten für irgendwelche Buschenschank-Auftritte. Kann man die Buben schon buchen? Im Moment noch nicht, aber wir arbeiten dran. Und sonst vielleicht ein Auftritt bei der großen Chance beim ORF, war ja dran, ne? So, wir hören noch was von den Jungs und dann lassen wir wieder jemanden tanzen. Haben wir noch eine Zugabe? Was kommt denn? Der kleine Marsch. Der kleine Marsch von den großen Kirchbacher Spitzbuben, bitteschön! Thank you.
kommen, naja, Südl. Man muss seine Chance nützen, wenn man sie bekommt, vor so einem großartigen Publikum zu spielen. Die Kirchbacher Spitzbuben. Und jetzt ist wieder Zeit, vom Volkstanzkreis Kirchbach zu tanzen. Die Kirchbacher Stubenmusi spielt mit. Und wenn wir den Obmann Johann Walter nochmal fragen, was wir jetzt von euch noch zu sehen bekommen. Jetzt kommt der Rosenthal Steirische und danach der Böhmerwaldlandler. Und ich habe noch was vergessen.